Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger, die Demokratie in Deutschland mitzugestalten? Ja, ich sehe ein großes Problem im Moment darin, dass eigentlich die Untersuchungen zeigen, dass ganz viele Menschen in Deutschland Demokratie im Prinzip toll finden. Also sie befürworten diese Regierungsform. Und wenn man sie allerdings fragt, was sie denn selber für Chancen sehen, sich zu beteiligen, Einfluss auf Regierung zu nehmen, sich selber wirklich einzubringen, mitzuentscheiden, dann sagen 90%, also für mich selber gilt das nicht. Das heißt, es besteht eine große Kluft zwischen der Befürwortung und der Realität von Demokratie, also sich dort wirklich beteiligen zu können. Und ich glaube, dass das in den alltäglichen Lebensfeldern gibt es kaum Chancen, Demokratie wirklich im eigenen Leben zu erfahren. Also man geht alle paar Jahre zur Wahl, aber wo man selber mitentscheiden könnte über Fragen der Lebensführung, über wirkliche Konflikte, in denen man sich mit den anderen auseinandersetzen müsste und selber etwas dazu beitragen müsste, dass man eine Lösung findet und dass man selber merkt, ich habe hier irgendeinen Einfluss auf das, wie wir hier leben, diese Felder gibt es kaum. Also für Kinder und Jugendliche zum Beispiel in der Schule, die Kernelemente von Schule liegen fest, also was im Unterricht, im Curriculum gemacht wird, wie Noten vergeben werden, das kann nicht ohne weiteres von den Beteiligten geändert werden. Vielleicht ist das auch richtig, dass man das nicht kann an Schule, aber trotzdem, also die Kinder sind heute in der Ganztagsschule den ganzen Tag in der Schule und können dort kaum etwas mitentscheiden. Wenn man das Feld des Konsums anschaut, was für Kinder und Jugendliche durchaus interessant ist, stellt man fest, dass das ja alles vorgegebene Grundentscheidungen sind und eigentlich die immer davon abhängen, ob man Geld hat. Also man ist nicht an der Produktion beteiligt. Man darf eine Konsumwahl fällen, aber das ist keine Demokratie. Wenn man schaut in der Frage betriebliche Mitbestimmung, auch da hat es ja in den 70er, vielleicht noch bis in die 80er Initiativen gegeben, Versuche. Das war irgendwie wichtig zu schauen, wie man das kann. Und ich habe den Eindruck, auch für Erwachsene ist es kaum noch ein Feld, das man eigentlich erfährt. Wenn man schaut, Kommunalpolitik, haben doch viele Menschen das Gefühl, dass das auch die Fragen der Kommune woanders entschieden werden und dass selbst in ihren Stadtteilen, da wo man wohnt, einem die Grundfragen entzogen sind. Man kann als Wutbürger aufmucken, man kann versuchen, Verbündete zu finden und einen Skandal zu entfalten, aber dann entsteht oft das Problem, dass man eigentlich sich an den Staat wendet und sagt, also wir hätten hier mal eine Forderung. Man sieht sich selber gar nicht als Teil der Verantwortungsgemeinschaft oder man bezieht sich gar nicht auf ein Gemeinwohl, gar nicht auf eine Community, die etwas zusammen regeln müsste, sondern man sagt, also wir hier unten wollen, dass ihr da oben mal etwas für uns organisiert und wir klagen euch vielleicht an oder wir fordern das und sind genervt, wenn das nicht nach unserem Willen geschieht. Das ist aber eine Art kindliche, konsumistische Haltung, die nichts mit demokratischen Bürgern zu tun hat, die eben gemeinsam verantwortlich wären. Also deshalb finde ich die realen Erfahrungsfelder, wo man Demokratie ausüben kann, im Sinne davon, dass man ein Problem einbringen kann, dass man in der gemeinsamen Lebensführung entdeckt, dass man sich artikulieren kann, dass man auf die anderen trifft, um mit denen zu diskutieren, Lösungen zu finden, dann Entscheidungen fällen muss und die auch zusammen verantwortet und das ist das Tolle an der Demokratie, wieder revidieren kann. Also man kann von vorne anfangen, wenn man merkt, die Entscheidung war nicht gut. Also diese Grundlagen eines demokratischen Prozesses, daran sind ganz, ganz viele Leute im Alltag, in den alltäglichen Lebensfeldern nicht beteiligt. Also sie können gar keine demokratische Erfahrung machen und Demokratie wird dann etwas für die Oberen, wird etwas für die Regierung, wird etwas für Leute, die uns unten bestimmen. Und wenn das nicht zusammenfällt, also wenn das Demos, das Volk, ja, Demokratie ist ja die Herrschaft des Volkes, wenn das Volk, wenn die Menschen im Alltag nicht den Eindruck haben, dass sie Mitbestimmer sind, dann fällt das Ganze auseinander und wird nur noch zu einem Theater von Demokratie. Blüdorn, der nennt das simulative Demokratie. Es wird nur noch so getan. Das ist ein Theater, was entfaltet wird, aber man selber konkret kann man das nicht mitpraktizieren.
Ist es ein Problem für die Demokratie, dass insbesondere jungen Menschen die Erfahrung politischer Mitgestaltungsmöglichkeiten vorenthalten wird? Also ich würde sagen, dass überall, wo Menschen leben und wo die, sagen wir mal, Communities bilden, wo man erkennen kann, wir hier zusammen gestalten unseren Alltag. Also das ist mir eigentlich egal, wo das ist. Und das gilt auch für die Kinder und Jugendlichen in der Schule. Also sind den ganzen Tag jetzt bis nachmittags dort. Ja, und wenn ich eigentlich nur das Objekt dieser Veranstaltung bin und sie nicht selber mitgestalten kann, dann kann ich keine Demokratie erfahren. Und ich sehe Schule nicht als Vorbereitung auf Demokratie, sondern als Feld von Demokratie. Und ich sehe Kinder und Jugendliche als berechtigt, in all ihren Lebensfeldern, wie die Erwachsenen auch, mitzubestimmen und mitzuentscheiden. Welchen gesellschaftspolitischen Herausforderungen muss sich gerade die junge Generation heute stellen? Man könnte sagen, sie haben die Herausforderung, dass sie überall Objekt sind und dass überall Entscheidungen gefällt werden, die ihr ganzes Leben lang Folgen haben werden. Und ich verstehe Demokratie auch immer als eine Form, wie Menschen, die von Folgen betroffen sind, auch die Entscheidungen treffen müssen und können, aus denen Folgen entstehen. Also wer betroffen ist von Folgen, der muss auch vorher mitbestimmen können, um was es geht. Und wenn man sich jetzt fragt, wo Kinder und Jugendliche beteiligt sind an den Entscheidungen, die für sie in ihrem Leben schwere Folgen haben werden, dann fragt man sich, das findet ja kaum statt. Hinzu kommt das Problem des demografischen Wandels. Also eigentlich haben formal als Wahlbürger, wenn man so will, haben zunehmend die Älteren die Macht und bestimmen aber als Ältere über das Leben der Jüngeren.